Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok, ihr Nichte, und heute soll es einmal darum gehen, was einst Hulgun von seiner neuen Welt eigentlich so gedacht hat, in der er sich als untoter Overlord wiedergefunden hat. Doch bevor wir mit dem Thema anfangen, sage ich noch einmal schnell Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. Und damit kommen wir auch schon zum eigentlichen Thema. Einst Hulgun wurde im Körper seines Ingame-Avatars, einem untoten Overlord, in eine neue Welt transportiert bzw. wiedergeboren. Das Ganze ist halt ein klassischer, Isekai-Story-Strang. Doch während wir den meisten Isekai-Anime nicht wirklich erfahren, was der Protagonist von der neuen Welt wirklich hält, außer solches allgemeinen Sachen wie »Oh, wie geil! Magie! Endlich!« haben wir von Einst Hulgun recht detaillierte Aussagen und Verhaltensweisen zum Thema bekommen. Zuallererst, und das ist etwas, das ich in einem anderen Video auch schon angesprochen habe, ist Einst Hulguns Bild von der neuen Welt sehr positiv. Das liegt aber weniger daran, dass es sich um eine Fantasy-Welt handelt, sondern eher daran, dass diese Welt nicht komplett kaputt ist. Einst bzw. Sotoru Suzuki lebte nämlich nicht in unserer eigenen Zeit, im heutigen Japan, das ja ein sehr bergiges Land ist und viel unberührte Natur erhalten konnte, sondern im Jahre 2138, wo die Erde eine einzige Jauchegrube geworden ist. Die Natur gibt es in dem Sinn überhaupt nicht mehr, denn das Einzige, was in dieser total verseuchten Umwelt noch leben kann, sind, wenn überhaupt, einige wenige Mikroorganismen. Doch Pflanzen und Tiere sucht man an Land und in den Meeren vergebens. Dazu ist der Regen ölig und die Sonne fast immer von einer dichten Smogschicht verdunkelt. Und die Atemluft wäre ohne Gasmaske quasi sofort tödlich. Und selbst mit Gasmaske muss die Lunge vielleicht ab dem 30. Lebensjahr ersetzt werden. Mit anderen Worten, so ziemlich jede andere Fantasy-Welt, einschließlich der von Warhammer Fantasy, wäre wahrscheinlich von Einst Hulgun als besser angesehen worden. Und als er das erste Mal in der neuen Welt die große Gruft von Nazarick verließ und gern Himmel flog und die neue Welt sah, verglich er sie mit einer Schatzkiste voller funkelnder Juwelen. Demiurg missinterpretierte jedoch dieses Statement, denn Einst hatte dann über seine Vergangenheit nachgedacht und darüber, wie Ulbert Elaine Oddle einmal gesagt hat, dass es sehr toll wäre, eine ganze Welt zu erobern. Und Demiurg hat leider unglücklicherweise beide Aussagen miteinander verknüpft, die Einst unbedachterweise getätigt hat. Aber Einst war wie gesagt einfach nur begeistert von dieser schönen neuen Welt. Und deswegen kann man es ihm auch sehr hoch anrechnen, dass wenn er Kinder, Eltern oder sonstige Familie in der alten Welt gehabt hätte, er trotzdem Himmel und Hölle in Bewegung setzen würde, um zurück zu ihnen zu kehren, in die graue, verwüstete, radioaktiv verseuchte Einöde, die unsere Erde nun einmal geworden ist. Trotz all der katastrophalen Bedingungen. Aber Einst ist ledig und ohne Familie, und daher wollte er bleiben und nicht zurückkehren, also er sucht keinen aktiven Weg zurück. Allerdings haben ihn die Erfahrungen in seiner alten Welt auch sehr geprägt. Und hier muss man Overlord auch einfach mal wieder loben, dass Einst nicht diesem Klischee von »Ja, es ist ein Overlord, also Umweltzerstörung, Industrie, Dunkel, Rauch, Smog, Ruß, alles ist irgendwie Mist und es wachsen nirgends so Pflanzen«. Das Ganze findet sich nämlich in vielen Geschichten, die alle mehr oder weniger von Herr der Ringe inspiriert worden sind. Tolkien, der Autor von Herr der Ringe, hat die Industrialisierung und die damit einhergehende Verschmutzung erlebt und auch dem Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg er und überlebt, was sich beispielsweise in seiner Beschreibung der Ebenen von Gorgoroth wiedergespiegelt hat, durch die Sam und Frodo den einen Ring transportieren mussten. Während Sarumans Blitzindustrialisierung und das Verfeuern des Waldes von Fangor sehr wahrscheinlich widerspiegelte, wie Tolkien die Industrialisierung wirklich empfand. Und wie gesagt, da Herr der Ringe zu einer Steilvorlage für unzählige weitere Fantasy-Welten geworden ist, wurde jeder dunkle Lord
auch mit diesem Thema in Verbindung gebracht. Deswegen finde ich es gerade so erfrischend, dass 1 als Overlord das genaue Gegenteil davon ist. Er, der ja erlebt hat, wie seine Welt verkommen ist, wollte die neue Welt vor diesem Schicksal schützen. Und eine solche Groß- und Schwerindustrie, die seine Welt in den Abgrund gerissen hat, einfach nicht dulden. Was natürlich auch dadurch erleichtert wird, dass die neue Welt magisch ist und seine alte nicht. Also wenn ein Land sich industrialisieren würde, vielleicht sogar, um genügend Waffen und Rüstungsgüter zu produzieren, um Nazarick und das Hexerkönigreich bekämpfen zu können, dann würde 1 wahrscheinlich intervenieren. Doch Einzulguns Meinung von der Welt geht noch weiter, denn er erkennt auch an, dass sie sehr brutal sein kann. Als er beispielsweise zusammen mit den Schwertern der Dunkelheit die Ränne des großen Waldes von Top patrouilliert hat und der Kriegsbande aus Ogern und Goblins gegenüberstand, da war ihm klar, dass das alles kein Spiel mehr ist, dass heute echtes Blut vergossen werden würde und Leben ausradiert werden. Doch wir bekamen darüber hinaus keine wirkliche Reaktion von 1, außer dieser Anerkennung. Denn 1 leidet oder profitiert, je nachdem wie man es nennen möchte und welche Situation man sich betrachtet, unter einem emotionalen Dämpfer, der als Beiprodukt aus seiner Immunität gegenüber jedweder Gedankenkontrolle, die jetzt nicht von einem World Item stammt, ausgewiesen ist. Jede starke Emotion, ob Freude, Trauer, Wut oder Schmerz, wird herunterreguliert. Und deswegen konnte 1 auch regungslos mit anschauen, wie die Sonnenlichtschrift, getarnt als die Ritter Baruts, dabei waren, ein ganzes Dorf auszuradieren. 1 erkannte nämlich an, dass er eigentlich ganz anders darauf reagieren würde, mit Angst, Ekel, Schock, Wut, Trauer und eigentlich mit allem anderen, nur nicht mit dieser kalten Gleichgültigkeit. Und als 1 sein erstes Leben nahm und nichts mehr fühlte, erkannte 1, dass er auch im Geiste ein untoter Overlord geworden ist. Mit anderen Worten, unter anderen Umständen, sprich mit freien Emotionen, würde 1 Ulgun wahrscheinlich neben all dieser Schönheit auch den alltäglichen Schrecken, der die neue Welt fest im Griff hat, erkennen und sich wahrscheinlich eher von ihm abgestoßen fühlen. Will heißen, wäre 1 immer noch ein Mensch, wäre die Welt für ihn eine ganz andere, da sie viel grausamer wäre als die alte Welt. Und das Auto aus Staffel 3, also Silent Solitude, sagt ja auch, dass die Welt voller Sünde ist, dass Betrug und Grausamkeiten an der Tagesordnung sind und dass das alles 1 einfach zu viel wird und er abschaltet. Und deswegen würde es mich auch wirklich brennend interessieren, was 1 von der neuen Welt gedacht hätte, ohne seinen emotionalen Dämpfer. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und damit seid ihr an der Reihe. Was denkt ihr über 1 ersten Eindruck von der neuen Welt? Was meint ihr, wie sich 1 verhalten hätte? Wäre er nicht so emotional herunterreguliert? Schreibt das ganz gerne ab in die Kommentare. Und während ihr das macht, sage ich danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Caribasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix mag dir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Neymasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiver Tiver, Tobi CTZ, Krull Teppes, Hendrix Dresso, Yuhari-chan und Al Bosner. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch, wie immer an dieser Stelle, habt einen wunderschönen Tag.